Hallöchen Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of the Isaac. Du bist aus Sektor 6. Beim letzten Mal haben wir einen Run mit Azazel gemacht. Ja. Und heute machen wir noch einmal einen oben The Forgotten freizuschalten. ich wollte erst so. Ich habe ja gesagt, okay, wir schalten frei, machen dann einen Run mit ihm. Das Problem ist, ich habe mir nachgeschaut, wie man ihn dann freischaltet. Und zwar müssen wir zuerst auf der ersten Ebene den Boss innerhalb von einer Minute besiegen, dann zurück zum Startraum, dort eine Bombe legen. Ja? Einfach. Nächster Schritt. Wir müssen anschließend den Boss Rush erreichen. Und zusätzlich müssen wir, Moment. Erstmal wieder mein Monitor ausgehen, wenn ich aufnehme. Als letzten Schritt müssen wir mit dem Negativ runter zum Darkroom. Und ich glaube, das Negativ ist die einzige Option, die wir haben. Denn nach dem ersten Schritt müssen wir, also als ersten Schritt müssen wir ein Item aufheben. Mama, wo am I? Freue mich auch immer wieder. So, wir sind so schnell wie möglich zum Boss. Keine Zeit, muss so weit. Das ist okay, denke ich mal. Ach, uff. Mitnehmen, schildert hier, das bringt uns nichts, ärgerlich. Schnell. Ja, passt schon. Okay, super. What? Okay, hier ist er. Der Boss. Hoffentlich haben wir jetzt einen okayen Boss. So, wir haben nicht mal eine Bombe. Fällt mir gerade so auf. Autsch. Genau, jetzt hören wir Mom rumjammern. Von wegen Isaac. Aber wir haben keine Bombe. No Bomber. Bomber? Keine Bomber. Genau, hier sehen wir jetzt dieses Schaufelsymbol. Den Schaufelschatten. Ist noch da. Okay, ist noch da. Das heißt, mit ein bisschen Glück. Vielleicht ist das hier Explosive Diarrhea? Wenn nicht, müssen wir neu starten. Das ist ein bisschen das Problem. Ne, okay, also Reset. So, also, das machen wir mal lieber nicht. XL-Ebenen funktionieren, da haben wir schon mal die Bombe. Man kann es mit XL-Ebenen machen, muss man aber den letzten Boss dann besiegen. Ne, das sind ja zwei dann. Und dann ist selbst mit Azazel ein bisschen schwierig. So, und hinfort. So, Isaac. So, jetzt haben wir den Fuß. Stampfen gehört. Aber eine Bombe legen. Und. Plop, plop. Broken Shovel. It feels cursed. So. Für den gesamten restlichen Run haben wir jetzt in jedem Raum. Das. Mom tritt nach uns. So, die ganze Zeit. Und. Wir können die Schaufel benutzen, einmal pro, also ne, alle vier Räume, damit das Treten, das Stampfen für einen Raum aufhört. Cool, ne? Nehmen wir mit. Warte mal, hard-headed? Moment. Hard-headed. Achso. Ne, ich dachte, diese Stampfen zählt als Explosionsdamage. Deswegen, in der Theorie, wenn man halt Pyromaniac bekommt, oder den Hardhead, heißt er glaube ich,
Naja, diese kleine Sentries. Dann würde man im Prinzip keinen Schaden davon nehmen. Hi. So, den Stein, das ist super. Also, wir müssen nur zum Darkroom kommen. Nach dem Boss Rush. Oh, kein. Ein Schlüssel. Wenn wir das geschafft haben. Also, nach dem Boss Rush kriegen wir quasi das zweite Teil der Schaufel. Und das hier ist einer der Gründe, warum es mit Azazel eigentlich am einfachsten zu machen ist. Mit Azazel den Boss Rush zu erreichen, ist einfach. Ja, ist ein schneller Run mit Azazel. Ist halt so. Ja, also Respekt an Personen, die das, keine Ahnung, die das mit Lost machen. Ja. Also ich wüsste nicht, warum man das machen sollte, aber Respekt. Sucht euch ein Hobby, keine Ahnung. Eins von den beiden. Oh, der hat sich angesteckt. So, hey. Ja, ich glaube, so die Schaufel bei Bosskämpfen zu benutzen. Wo wir gerade bei Bosskämpfen sind. Wo wir bei Bosskämpfen sind. Wenn man das während des Bossrushes einsetzt, die Schaufel, zählt das nur für die momentane Welle. Also. Macht irgendwo Sinn, aber trotzdem auch ein bisschen blöd. Oh nein. Ah, das habe ich gleich nachgeschaut gehabt. Was, ja, ouch. Was das war, so. Ihr könnt da mal da nachstumpfen? Danke. Alternativ kann man sie halt als gratis Bomben verwenden. So, Geld haben wir nichts. Dann ist okay. Danke fürs Aufmachen. Ich weiß nicht. Persönlich finde ich das Item nicht schlimm, weil das Spiel quasi sagt, beweg deine Hintern. Und wenn es halt ordentlich einsetzt, one-shottet es halt Dragman. Oh ja, bitte. Okay, jetzt wird los. Jetzt geht's hier ab. Jetzt geht's los, Jungs. Brimstone? Wer braucht Brimstone? So. Das Einzige, was jetzt ärgerlich wäre, ist, wenn wir Guppy werden würden. Haben wir schon neun Leben. Oh, frech. Oh, hey. Ja, ich bin kein Fan von dem Boy. Oh. Mich genau deswegen. Weil er die Aufmerksamkeit der Gegner nur ab und zu mal bekommt und dann verliert er sie wieder und. Ja. Also es ist sehr. Bisschen zu sehr RNG, der Boy. Meiner Meinung nach. Okay. Och nö. Speed up. Okay. Normalerweise würde ich meine Fool halt immer aufheben für den Boss Rush. Einfach nur um ein Item zu snacken und dann abzuhauen. Oh, wo ist das? Au. Frech. Stammzellen. Krass. Pack da einfach ein Item rum. Achso, ganz wichtig. Damit das Ganze hier funktioniert, muss das ein ungeseedeter Run sein. Also, ich kann einfach sagen, okay, hier habt Seed, keine Ahnung, Basement. Würde ja dann so oder so nicht funktionieren. Aber, ne, pfui, geht nicht. Aber hier. Wow. Achso, und, sollte man ein Use-Item aufheben. Muss, wenn man die Schaufel hat. Kann man machen, also man kann sie aufheben. Du darfst aber nicht den Raum damit dann verlassen. Sondern du musst mit der Schaufel den Raum wieder verlassen.
Ansonsten ist die Schaufel einfach weg. Pupsi. Plop. Platz. Vielleicht kann man Run with Forgotten noch dranhängen, tatsächlich. Oh. Danke. Weil, muss ja schnell gehen eigentlich. Und die Sache ist halt, wir müssen halt nicht mal Lamp machen. So, wir müssen nur einen bestimmten Raum finden. Oh, hi. Safety Pin. Das ist okay. Kohle. Halt auf Krampus da zum Beispiel. Und wieder mitnehmen. Okay. Krampus aus dem Weg geräumt nach dem ersten Level Deal. Das ist immer gut, tatsächlich. Das ist immer gut. Voilà. Unser Speed ist auch schön hoch, dass wir den Füßen definitiv aus dem Weg gehen können. So. Roar. Aua. Und ja, wie gesagt, also eigentlich sind die halt auch, ouch, auch super dafür da, um Gegnerwellen zu klären. Damit könnten wir jetzt quasi einfach unverwundbar sein und stehen bleiben. Ah, nur so. Angemerkt. Okay, ich soll schnell spielen, aber nicht unvorsichtig jetzt. Das habe ich bei Kane auch gesagt, ne? Jedes Mal, wenn ich irgendein richtig krasses Item habe, verkacke ich. Weil ich mir jetzt so denke, oh, easy win. Geil. Mann, nee, ist kein easy win. Jetzt streng dich hier mal an, du Volllappen. So. Da vorne, gratis Level die Item. Vielen Dank. Die sich hin. Das ist 12, but at what cost? Sachen droppen wir jetzt doppelt. Also nicht so wie bei Humble Bundle. Ja. Ist 1 plus 1 equals Ausrufezeichen. Sondern so. Das sind quasi zwei separate Drops. Das ist halt auch wichtig zu wissen. Weil die stacken. So, du kannst das plus den Humbling Bundle machen. Dann würden jetzt, wir haben da jetzt zum Beispiel 4 Schlüssel gedroppt. Das ist schon eine gute Kombo. Hälfte Cap. Macht, glaube ich, das mehr Pillen droppen. Dann brauche ich nicht, denke ich mal. Wobei, wir haben eigentlich ganz gute Pillen. Haben tatsächlich gute Pillen in diesem Run. Zwar kein Tiersub, aber brauchen wir auch nicht. So. Ja, haben wir doch schon. Ach ne, Moment. Ah, tat das nicht weh? Tritt auf ihren eigenen Fuß? Auf ihre eigene Hand? Eigenen Fuß, genau. Nee. Aber hier stampfen vielleicht? Okay, okay, das geht nicht. Gut zu wissen. Ich glaube, man muss auch nicht mal im Hard-Mode spielen. Ne? Nur angemerkt. Ich weiß aber, der Geheimraum, aber... Was soll's so. Ach, genau, genau deswegen mag ich die kleine Göre nicht. Oh, da sind wir auch schon. Die dritte hören auch hier während des Kampfes auf, okay. Genau, wir haben nur die Option mit dem Negativ. Und wir dürfen gar nicht nach unten. Wir müssen hier rein. So, was nehmen wir? Ich glaube, wir nehmen... Oh. Wir nehmen das hier. So, wir aktivieren einfach mal. Ist das echt Super Boss Rush? Nee. Ja, da ist es, ne? Wir kriegen... die Füße sind halt wieder da, weil die nächste Bosswelle ist.
So, oh, hier liegt ein schwarzes Herzchen. Ah, wegen mein, wie heißt es? The Virus. Hallo, Mr. Cool. Tschüss. Oh, Manu. Oh, hallo, Herr, Engel. Ah, das, ich sehe nicht, wie viel Leben ich habe. Das ist ein bisschen. Bisschen problematisch tatsächlich. Ich möchte übrigens anmerken, dass es mit dem Stoppen der Füße tatsächlich eigentlich gar nicht so geil ist. Fällt mir gerade so auf, ne? Au. Aua. Goddammit. Ich glaube, wenn man die Schaufel aber hat, dann hört das Stampfen auf. Hoffentlich. Ich hoffe auch, dass ich jetzt hier nicht verrecke. Weil 9 Leben ist ja schon gut. Die Sache ist halt einfach, wenn ich hier im Bossrush jetzt sterbe, bringt mir auch 9 Leben nichts, weil ich den Bossrush nicht wieder starten kann. Was lebt denn noch? Er hier? Nee. Da! Hallo Steven. Ich finde es auch interessant, dass solche Charge-Bosse einem gar nicht auf Stacheln hinterherrennen. Oh Gott. Ach goddammit. Komm wieder raus. Oh. Ich hatte mal im Kopf, was. Ne, also Bosskampf-Layout. So. Mom's Shovel, last but not forgotten. So, stampft sie jetzt immer noch? Scheint nicht so. Uff. So, wie wenig Leben haben wir jetzt noch? Das ging noch. Das geht ja noch. So. Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass wir viel häufiger getroffen wurden. Aber ich glaube, weil sie noch ein halbes Herz Schaden gemacht haben? Weiß ich gar nicht. Nein, danke. Tier ist down. Nö. Bin ich sehr zufrieden mit meiner Feuerrate. So. Schnelle. Schnelle Wompinne. Da stimmt doch was nicht. Da ist so Böses im Busch. Range und Tier Sound. Bam. So, das ist jetzt die vorletzte Ebene. Bevor wir dann zu der Darkroom kommen. Darkroom hat das gleiche Gimmick wie Chest, was Kisten angeht. Also alle Kisten da drin, außer halt die schwarz-roten, enthalten ein Item. So. Mit dem einzigen Unterschied, dass die 4 Startkisten halt diese schwarz-roten Kisten sind. Deswegen. Also, wenn man halt Lust hat und halt relativ stark ist, weil Lamp ist nicht zu unterschätzen. Im Gegensatz zum Blue Baby, weil das ist halt. Wow. Ist das Blue Baby. Lamp wiederum, der, bei dem kann es schnell bergab gehen, wenn man nicht aufpasst.
So, weg, weg. Puberty. Ich glaube, da gibt es auch eine Verwandlung, wenn man drei Puberty-Pillen oder sowas nimmt. Ich verhält nicht in den großen Raum. Ah, gehabt damit. Das hätte ich nicht sagen sollen. Das Spiel ist, ne? Sprachgesteuert. Deswegen, wenn du sagst, oh, ich möchte das nicht, dann passiert das auch. Deswegen ist das immer ein bisschen ärgerlich, wenn es einem rausrutscht. Übrigens absoluter Schwachsinn. Eine Sache möchte ich aber gerne noch überprüfen. Okay, ich nehme auf. Ich nehme auf, Sound ist da, alles okay. Alles okay. Weil ich mich ja vorhin, ach komm schon. Weil ich mich ja vorhin gemutet habe. Ganz gut. War ich jetzt unsicher, ob es geklappt hat alles hier jetzt gerade. Isaac. So, wir können nur noch unten. Hasch machen wir selbstverständlich. Njat. Curse of the Lost, das finde ich nicht gut. Das wiederum fand ich voll okay. Pack das halt. Ne, das ist nicht Pack, das ist The Mark. Das ist halt auch ein echt gutes Item. Damage Tears up und es gibt ein blaues Herz. Apropos blaues Herz. So, nachdem die sind halt ein bisschen low, was Leben angeht. Boah. Da ist sowas, was der Geist da eben gemacht hat, ne? So sich in einen teleportieren. Viel Spaß mit Keep oder Lost bei solch, bei sowas. Das ist halt legit. Das, ne, normalerweise, bei meisten kann man sagen, okay, pass halt besser auf, beweg dich halt besser, sowas halt. Ja, was soll man denn da machen? So. Was ich halt bei den Gegnern immer mache, ist halt stehen bleiben, bis sie sich auflösen und dann wieder auftauchen. Damit ich eben nicht in den nächstbesten reinrenne. So. Weil das ist mindestens genauso fatal. Zwei miteinander vorhin? Kein Devil die Item? Was fällt dir ein? So viele Schlüsse. Oh, ja. Ja, wobei. Auch Müll. Konnte man sich hier eigentlich noch raussprengen? Ah ja. Chest und Darkroom war es dann, wo man nicht mehr rausspringen konnte. War ich hier? War ich nicht, aber auch nichts verpasst. Waren wir hier rechts? Okay. Wenn sich der Raum selbst klärt. Cash, Cash. Puberty. Er hat's gesagt. Ja? Aber wo denn? Okay. Entschuldigung, ne? Aber das muss leider sein. Bisschen. Oh, da blauer Stein. Aha! So, jetzt sind wir wieder. Ist das eine Sackgasse? Dein Ernst? Na gut, dann nach oben. Ah, die Brimstone-Geister. So. Platz. So, jetzt ist halt eigentlich, ne? Ist jetzt eigentlich kein Zeitdrang mehr, aber. Da ich ja eigentlich die Run mit, also ne, die ganzen Videos mit
Eden gerne abschließen möchte, versuche ich hier ein bisschen vorwärts zu machen, dass wir in dieser Folge dann halt, wie gesagt, Forgotten freischalten. Plus einen Run mit ihm machen können. Da, geht doch. Danke. Okay, jetzt Moment. Jetzt. Schon wieder sehr, sehr knapp tatsächlich. Also, muss man nicht mal mit einer Bombe, aber bietet sich halt sehr, sehr an. Meiner Meinung nach. Halt ein bisschen extra DPS am Anfang. So, ab geht's. Man muss übrigens die Lamp einmal gemacht haben, damit das auch funktioniert. So, jetzt müssen wir einen Raum suchen. Einen bestimmten Raum. Mit einem Fleckchen Erde. Da ist halt wirklich nur Fleck Erde. Das ist er nicht. Da kann ich garantieren, da ist er nicht. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Achso, ja, solche Jobs wie von dem Bombensack und so werden nicht mit Wealth Contract from Below heißt er, glaube ich. Ne, Wealth but at what cost? Das funktioniert damit leider nicht. Es funktioniert aber, glaube ich, mit dem mit dem Shop-Item. Bumbling Bundle, was auch immer, ne? Damit funktioniert das, glaube ich. So, das ist er auch nicht. So ein paar Kisten wären da halt trotzdem so als Ausgleich nicht schlecht. Also so, we are sorry for your troubles. Please take this. Der Raum mit dem Erdfleck hat keinerlei Gegner in sich. Wie viel cursed? Keiner. Nee, danke. Heute fühle ich mich eigentlich nicht sehr cursed. Das rechne ich mal mit Mom's Knife halt. Hey, ho, hey, ho. Mal halt Mom's Knife wiederbekommen haben. Deswegen, ich sag ja, irgendwie sind Mom's Knife und Ripstone halt irgendwie nichts mehr Besonderes mehr geworden. Weißt du, damals so? Ich weiß nicht, Rebirth, so das normale Isaac. Da hattest du Mom's Knife, da hast du dich halt mega gefreut, weil ist halt ein super gutes Item und es ist eigentlich relativ selten. Nur hier habe ich halt das Gefühl, okay, cool, Mom's Knife, geil. Und zwei Runs später, oh, Mom's Knife, ja geil. Lang nicht mehr gehabt, erstmal mitnehmen. Also, ich bin ehrlich, manchmal lasse ich es auch liegen. Ja, also, hätten wir hier jetzt nicht mit, hätten wir hier jetzt nicht versucht, Forgotten freizuschalten, hätte ich es wahrscheinlich auch liegen gelassen. Naja, weil wir hatten ja das letzte Run Brimstone, so. Muss ja nicht immer sein. Wir spielen hier ja nicht um zu gewinnen, sondern um Spaß zu haben. Sagt er, wohlwissend, dass er Pippen Blue Baby übelst getriggert wurde. Ach da. Ja, also eigentlich spielt man ja um Spaß zu haben. Wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, okay, Winstreak, 50 Wins, so. Dann, hier ist es. Dann würde ich natürlich sagen, ja. Mom's Knife, immer her damit. So, und jetzt müssen wir auf diesem Erdfleck die Schaufel benutzen und sehen eine Seele hochfliegen. You unlock the forgotten. Boneheart has a bed in the basement. So, wichtig. Wenn ihr das macht, verlasst nicht den Raum. Weil, wenn man den Raum verlässt, bevor steht, dass es freigeschaltet worden ist, hat man nicht freigeschaltet. Dann gehen wir mal den Run beenden und starten den nächsten mit Forgotten.
Guten Tag, der Lamp. Die Lampe hier. So, teilt sich auf in Körper und normale Form. Den Körper möchte man eigentlich schnell entfernen, weil der Körper einen Angriff hat. Naja, der Kopf hat sonst einen Angriff. Nein, danke. Mit der, wo halt direkt auf einen zucharged. So die ganze Zeit. So, hier haben wir jetzt The Forgotten. Hat minus ein Herz, 2 Speed und 4 Damage. Und wir gehen rein. So, Forgotten. Ja, er hat eine Nahkampfwaffe, die allerdings auch für halben Schaden werfen kann. Zudem sehen wir oben links Knochenherzchen und ein blaues Herzchen. Er hier kann nämlich seine Form wechseln. Nur die Sache ist, wenn eine Form stirbt, war's das. Aber er ist halt mega stark. So, 5,25 Base Damage, 3,5 mit ihm. Boah. Und er kann Items aufheben. Entweder einfach mit dem Zuschlagen oder halt. Ne? Nur mit dem Zuschlagen? Okay. Ich dachte, er könnte auch mit dem Werfen quasi wie so ein Boomerang. Aber anscheinend nicht. Boah. So, die Sache ist, die Knochenherzen zählen als blaue Herzen, bis sie kaputt gehen. Sobald sie kaputt gehen, zählt das als Rotherzschaden genommen. Und das war es dann mit einem potenziellen Deal. So, das heißt aber auch im Umkehrschluss, jeder Devil Deal kostet Blauherzen. Das macht jetzt vielleicht nicht allzu viel Sinn, gebe ich zu. Aber ist nun mal so. So, und die Hitbox der Waffe ist dieser graue Schlageffekt. Diese, ich nenne es mal Schallwelle. Und er ist halt auch einer meiner Lieblingscharaktere. Aua. Einfach weil Nahkampf, El Isaac. So, Fire Rate up, dafür kriegen wir ein bisschen Damage minus. Ob sich das gelohnt hat, weiß ich jetzt nicht. Wenn das nicht ein bisschen Damage minus war, sogar tatsächlich relativ viel. Was war das? Das waren 33% Damage minus, ne? Ich glaube, das war es irgendwie so. Aber es hat auch übel satisfying hier einfach so. Was haben wir hier? Den Shop. Das ist frech. Okay. Ja, das kommt leider ein bisschen spät. Okay, dann, wenn wir das mitnehmen, kriegt so sofort The Soul, heißt es. Der blaue Kamerad. Dann haben wir Forgotten und The Soul. Hallo, das ist The Soul. Und ja, je nachdem halt, wie brenzlig es halt wird, so, ne, kann man halt hin und her switchen. Plop. Wie gesagt, muss man halt drauf aufpassen. Wenn einer der beiden stirbt, war es das. Aber hoffentlich kriegen wir den Level Deal. Möchte ich einen kleinen Trick zeigen. Der ist ein bisschen riskant. Ja, und ich hoffe, der wurde nicht gefixt. Aber man kann Devil Deal tatsächlich mitnehmen und das Soul opfern. Beziehungsweise es nicht mal opfern, es ist halt einfach. Wobei. Man bekommt ihn wieder, sobald man. Also, wenn man das macht, kann man das Soul halt nicht mehr spielen, bis man ein neues blaues Herzchen aufhebt. Danach geht's wieder. Also ja, keine Panik.
Ich wünschte mir echt, ich hätte den Pilz nicht mitgenommen, tatsächlich. Ich mag den Soundeffekt aber auch sehr. Aua. Mag ich auch sehr von dem draufklatschen. Hier war ein Herz gedruckt, ja. Luck up. Nice. So, und ich dachte, dass er halt sowas hier machen kann, ne? Ja, einfach. Ich kann einfach drüber schlagen. Okay. Ich glaube, das Soul hat auch. Ja, genau, hat auch Spectral Tears. Weil er ist halt ein Geist, ne? Und ja, man sieht, kann mich hier nur in dem Bereich bewegen. Und der Körper selbst bekommt dann aber keinen Schaden. So, na, von Forgotten. Deswegen. So. Das Gameplay von ihm ist halt richtig cool. So, das ist halt aber nice. So. Ah, das ist jetzt nicht so nice. Das ist Garbage. Das ist gut. So, wo war unser Herz? Da. Ja, hier kann man jetzt halt einfach sagen, okay, cool. Na, easy. Kein Herz. Ich weiß gar nicht, wie das ist mit ihm, wenn man Herzcontainer bekommt. Ob das direkt Knochenherzen sind oder halt normale Rotherzen. Aber ich glaube, das waren dann Herzcontainer. Knochencontainer. Okay. Du. So, unser Damage ist auch wieder so ziemlich okay. Wir brauchen ein bisschen mehr Geld, wäre nicht schlecht. Warum habe ich das Geld hier nicht aufgehoben? Weil ich ein Ludatsch bin. So. Einfachste Erklärung. Monstro hier wird erstmal direkt verprügelt hier. Immer feste Druff ins Gesicht. Hat halt auch echt guten Knockback, muss man mal so sagen. Oh, Speed und Range up, dadurch erhöht sich halt die Reichweite des der Schockwelle. So, hier wollte ich jetzt zeigen, wenn wir den Deal mit ihm nehmen würden, würden wir sofort sterben. So, deswegen machen wir so. Jetzt können wir nicht mehr wechseln zu ihm, zu Soul. Aber trotzdem das Item bekommen. Bisschen frech. Aber Luck up. Er ist ein bisschen frech, aber wie gesagt, dafür haben wir jetzt halt einen Nachteil. Wir können nicht mehr auf unseren Range wechseln. Goddammit. Und ich bereue es tatsächlich gerade ein bisschen. Ich meine, wir können selber werfen, ja, aber es macht halt nur halben Damage. Okay. Ich will noch erstmal die Schutzfliege wegprügeln, so. Okay. Das ist nicht okay. Okay. Oh, pupsi. Wir machen einfach noch einen. Einfach, weil das jetzt ein bisschen traurig war. Ja, ich hätte definitiv den Pilz nicht mitnehmen sollen. Und ich hätte besser spielen sollen. Aber das ist halt immer. Ach komm. Crack the Sky, Holy White Death. Das wurde tatsächlich gebufft. In Anführungszeichen. Ach, ist das ein Ernst? Hat jetzt nur noch, braucht jetzt nur noch 4 Aufladungen statt 6. Es ist ein gutes Item.
Ja, das macht es. Wow. Okay. War jetzt lucky, dass die Beams direkt auf dem Boss waren. Passiert normalerweise nicht häufig. Möchte ich nur angemerkt haben. Die Chance, dass das passiert, ist tatsächlich sehr gering. Ach, Mann. Ich möchte zumindest bis Marm kommen. So. Wenn wir was freischalten mit ihm. Mann, equals Power war halt eigentlich schon nett. Was ist das? Spider Love. Ich glaube, wenn wir getroffen werden, hinterlassen wir Spinnen. Oh, das sind dann natürlich auch so Träume, ne? Easy Mode. So, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber je mehr Damage wir haben, umso größer wird unser Knüppel. So. Big Boy Knüppel hier. Finde es übrigens schade, dass wir nicht das Damage Up Steven bekommen haben, sondern. Na. Alter. Wir können uns übrigens auch hinter dem Körper verstecken. Der ist quasi so eine Art Schutzschild. Range und Lackup. Aber wie funktioniert das denn mit ihm? Frage ich mich. Schade. Bei Mom's Knife zum Beispiel hängt das Messer vorne an der Waffe dran. Das ist tatsächlich relativ witzig. Na gut, jetzt haben wir unseren Buddy geopfert. Für sehr viel mehr Schaden. Boah, dann gucken wir doch mal, ob wir es jetzt wenigstens halbwegs schaffen. Oh. Ah. Hätte ich doch nur meinen Buddy. Von euch ist dann fast tot jetzt. Nein, du hast eine explodierende Superform. Hui. Das war auf jeden Fall unser Devil, der gerade flöten gegangen ist. Vorausgesetzt, wir hätten einen bekommen. Also, so die Anfangsruns sind mit ihm ein bisschen schwieriger. Einfach aufgrund der Tatsache, dass man die ganzen Knochen-Item nicht freigeschaltet hat. Weil passend zum Theme, zu ihm, bekommt man halt mehr Knochen, mehr Items, die einem Knochenherzen geben. Die einem. Oh. Da ist er wieder. Nein, die einem halt so verschiedene Bonis geben. Das hat so. Seine Unlocks sind das, was die vom Keeper hätten sein sollen. Kein Schlüssel? So, du schaltest mit ihm Sachen frei, die ihm helfen. So, bei Keeper ist halt so, Keeper startet jetzt mit einer Münze. Cool. So. Oh, wie. Wie funktioniert das? Ich habe gerade ein bisschen Angst. Gib mir das mal bitte. Boah, aber die machen mir keinen Schaden.
Ja, die Explosion macht mir. Alter, das ist ja. Das ist ja mal richtig Pogchamp, Alter. Batz, Junge. Hau rein. Schön beiseite gefegt. Warum sehen die Spinnen so komisch aus, frage ich mich gerade. Oh, weil die mich nicht an... Die leuchten nicht rot, die sind nicht aggressiv, deswegen. Weil ich ja hier Spider-Love habe. Das macht's, ich glaube, ich bin gerade so, hä? Neue Spinnenart? Was? Hä? Ist doch ja nicht so weit, so. Okay. Gratis Zeug. Klar, warum nicht? Was machst du? Black Tooth, it looks dead. Mehr gratis Zeug, warum nicht? Ja, okay. Bei den Pilzen muss ich ja trotzdem noch aufpassen. Nein, danke. Ach Gott, damit. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen safe spielen. Da ist ein Herz. Danke. Junge. What? Wir verlieren Damage mit ihm? Hä? Da wird einfach irgendwas nicht richtig berechnet. Deswegen verlieren wir den Schaden mit ihm. Oh? Ja? Warum nicht? Amnesia. Ja, die Spinnen sind harmlos. Oh, da fällt mir ein, konnte er nicht auch Schüsse kaputt schlagen? Nee, konnte er nicht, okay. Ich glaube, das kann er, wenn er Shielded Tears hat. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir nicht mit. Peng. Das ist Garbage. Aber Garbage vom höchsten Tier. Bin ein bisschen müde, Entschuldigung. Muss aber sagen. Ich habe endlich mal seit einer Woche guten Schlaf bekommen. Bin aber trotzdem ein bisschen verschnupft. Ich weiß selber nicht warum. Bin einfach aufgewacht und mir lief die Nase. Ich hätte jetzt einfach gesagt, wegen der Allergie, weil Bodenhaare sind ja noch überall. Ja, so. Meine halbwegs logische Erklärung gewesen. Aber das ist ja erst seit heute. So stark der Schnupfen, also. Wahrscheinlich einfach nur kalt. War kalt über Nacht. Deswegen. Ich bin halt so die Person, die halt, wenn es warm wird, Decke der Seite. Und wahrscheinlich halt eine Weile lang warm. Da dachte ich mir, ach, weg mit der Decke. Weg mit der Decke und her mit der kühlen Luft. Dann bin ich halt eingepennt und ja. Jetzt bin ich Sad Boy. So, okay, dann gibt mir halt keinen Schock. Ist auch akzeptabel. Ich wollte eh nicht einkaufen. Das ist halt auch eine Sache, die
Ach, Mann, ey. Jede Folge habe ich das Gefühl, ich rege mich über den Keeper auf. Deswegen nein, mache ich jetzt nicht. Ich werde den Satz nicht zu Ende bringen. Wir spielen einfach Forgotten. Einen richtig geilen Charakter. So. Alter, ey. Holy Cannelloni. Peng. Komm, weg damit. Homerun. Hauptsache, durch die Explosion fühlt es sich halt so an, als hätte ich halt richtig Bums hinter den Schlägen. Also, habe ich, ne? Ja, so, Bumm. Aber die Tatsache, dass ich halt auch so weggestoßen werde davon. So, bam. Das macht das Ganze noch ein bisschen krasser. Bis. Übrigens wieder einfach ein Item, das rumgelegen ist, so, ne? Vielleicht ein bisschen ärgerlich. Wann kann die das denn? Ah, viele blaue Herzchen jetzt. Hätte ich vielleicht danach aufheben sollen. Ja, meint. Das Thema auf jeden Fall nicht auf. Okay. Wir hätten bisher einen guten Level hier. Ach, Moment, ich muss mir halt dringend die Nase putzen. Es tut mir leid. Ach so, es gibt ja noch diese Mimikkisten, ne? Die halt die Stacheln ausfahren, sobald man in der Nähe kommt. Mit dem Aufschlagen nimmt man keinen Schaden. Also, bei allem Respekt. Designtechnisch ist AI halt einfach der Beste. Da kann man mehr sagen, was man will. So, aber Al-Jaziel, aber Lilith. Nee. Also, bei allem Respekt. Ey, hier ist halt cool. Er sieht auch cool aus. So. Schaut ihn euch an. Ist das nicht ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann? Oh boy. Bin ich fast in den Stacheln reingelaufen. Da habe ich einen. Ich habe den Job gerade so stark geschlagen, dass sein Körper nicht wusste, was mit ihm passiert. So, wir können noch nicht raus, weil es fehlt ein Item rum. Dann haben wir auch, können wir auch den Boss Rush gleich machen. Krass. Mit einem Herzchen. die Herzen sind übrigens, glaube ich, aufgeteilt. 6-6. Also, man kann nur 6 mit ihm haben und 6 mit Soul. Glaube ich. Würden wir sehen, wir jetzt noch, wenn wir noch 1,5 blaues Herz bekommen würden. Platz. Bombsack Key. Ich meine, warum nicht, ne? Fatality. Mit The Soul bekommt man übrigens auch nur. Warum soll ich das haben wollen? Mit The Soul bekommt man auch nur so ein halbes Herz in Schaden vom rein und rausgehen von diesen starren Räumen. Weil der Charakter ja fliegt. So. Ich denke, das ist offensichtlich, aber. Vielleicht trotzdem eine Anmerkung wert. Bisschen mehr Tiersab wäre vielleicht nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wie Solmik mit dem funktionieren würde. Ob du die ganze Zeit so spammen muss, weil man muss ja die Angriffstaste drücken, damit man ne, zuschlägt. Und wenn man gedrückt hält, lädt er halt den Wurf auf. Aua. Jetzt muss ich auf ihn hier wechseln. Wir haben noch oben, weil warum nicht? Was haben wir hier?
5. Ja, wir können nur 6 haben. Wir könnten das hier nehmen. So. Damage up, ne? Machen wir den Boss Rush? Da ist das One-Up drin. Ah. Gib uns ein Herz und heilt uns. Alter, jetzt. Jetzt knüppeln wir hier richtig hart drauf. Weg. Alter, wenn wir zuschlagen, kommt auch schon so eine Schockwelle. Batz, batz. Weg. Jetzt kommt meine Seele, Junge. Oh, du Kackmaske, wo bist du? Batz. Beim Vorbeigehen einen mitgegeben, so. Zack. Und gleich nochmal. Oh. Alter, wir haben ja noch Homing Tears. Zack. Deswegen eigentlich auch so DPS-technisch ist er hier, glaube ich, trotzdem, trotzdem besser als The Soul. Ah, welcome to your doom. Einfach weil. Weil seine Tierrate halt nicht so krass davon abhängig ist, wie schnell er zuschlägt. Also doch schon, ne? So ein bisschen. Death. Aber jetzt halt nicht so extrem. So, langsam hier muss ich aber aufpassen, nicht? Die Sache ist halt, ich will meinen mein Herzcontainer nicht verlieren. Holy shit. Das war ein bisschen eng. Du Bastard. Müssen wir das ganze Kleinvieh loswerden. Sind hier aber jetzt gerade so richtig tanky Gegner, wa? Platz. Nee, oh. Da war ein Stachel. Ripp. Nee, nicht bei Five, Driller Five. Ach, durch Warnbesiegen schaltet man ja gar nichts frei, fällt mir gerade so auf. Divorce Papers has appeared in the basement. Das ist, glaube ich, Eier plus ein Boneheart. Und hier ist er. Gut, dann wollen wir mal weiter. Jetzt wird es halt ein bisschen knifflig. Oder nicht? Okay, tschüss. Stop, he's already dead. Oh, ist ja irgendwie geiles Zeug? Ne? Okay. Also eins sage ich, das schmeiß ich so vielleicht nicht.
Wir haben viel zu wenig Leben für ihn hier. Einfach einen schönen gediegenen Run hoch zum Blue Baby. Tschüss. Was passiert hier? Okay. Holy shit. Ich habe halt legit den Überblick verloren gehabt. Puh. Hauptsache, wir könnten halt echt so rasch, ne? Ich weiß halt nicht, was er freischalten würde, ob es sich lohnt, so. Oh, hey, oh, hey. Oh, hey. Wenn ich jetzt zu diesem, Eisbären von Banjo-Kazooie. Oh, hey. Alter, ey, dass der Bildschirm halt vibriert, ey. Batz, Peng und Pau. Ist auch geklärt. Willst du mal meinen Knüppel sehen? Alter, jetzt meine Equals Power. Holy shit. Es würde sich halt fast schon allein für den Automaten lohnen, so Hasche zu runterzugehen, aber. Nee. Nee. Außer wie gesagt, wir kriegen jetzt ja irgendwie noch irgendwas, was unser Knochenherz Maximum erhöht. So. Unser. Ja, zwei, drei mehr wäre halt nicht schlecht. Aber wir hatten bisher nur. Na gut, wir hatten zwei HP ab. Aber da ich ja ein Lauch bin. Ach, da oben. Ich wollte sagen, hä? Weird Champ? Weißt du, in den meisten Räumen muss ich halt immer was machen. So, die kippen halt einfach so um. Ach, oh. Goddamn, schon baitet hier, ey. Ich mag solche Räume nicht. Also ja, ne, selber schuld im Prinzip. Weiß trotzdem nicht, dass ich es mag. Oder ja, mögen muss. So, hier können wir eigentlich so machen jetzt. Haha. Marrow has a bit in the basement. Duffel Deal. Das können wir mitnehmen. Fliegen für ihn? Warum nicht? Aha. Und ab nach oben. Ja, also Hasch. Nee. Nichts passiert. So jetzt gerade lohnt sich das nicht. Mega Beast Tail? Nee, es war Run davor. War der Hierophant. Lecker. Der Hierophant. Ich habe vergessen, ob das tatsächlich Latein ist, das hier gesungen wird, aber ich war der Meinung, ja, dass das hier wirklich Latein ist. Ich persönlich kann es nicht sagen, ich kann kein Latein.
war ja leider gezwungen, in der Schule Französisch zu nehmen. Hätte ich die Wahl gehabt zwischen Französisch oder Latein, hätte ich definitiv Latein genommen. Oder Spanisch. Oder. Keine Ahnung. Irgendwas, was nicht Französisch ist. Ich möchte übrigens anmerken, nach 3 Jahren Schulfranzösisch kann ich nicht ein einziges Wort Französisch, keinen einzigen Satz Französisch. Also außer hier halt so von wegen, Voulez-vous coucher avec moi, sowas halt. Aber vielleicht, hallo, guten Tag, hallo, wie geht's, kriege ich glaube ich noch hin. Aber mehr nicht. Ja, das war übrigens Isaac. Slipped Rip ist, glaube ich, ein quasi, ne, hier so wie der Meatball. Oh! Reroll, ja, oh! Mehr Damage. Ich will, dass die einfach instant platzen. Oh, genau. Dann so. Alter. Mit ihm kannst du halt richtig viele witzige Sachen auch mitmachen. So viele Items synergieren tatsächlich mit diesem Knüppel. Das erwartet man eigentlich gar nicht. So. So wie zum Beispiel, wie gesagt, Mom's Knife. Das steckt er sich vorne in den Knüppel. So, hä? Ich weiß gar nicht, was Brimstone machen würde. Also, ich glaube, muss ich dann, wenn wir es mal finden, wenn wir irgendwann nochmal mit dem spielen werden, was wir definitiv machen werden, mit Repentance. Entschuldigung, dadurch, da dort ja auch neue Sachen freischaltbar sind, ne? Werden wir definitiv mit jedem Charakter nochmal spielen. Ich hoffe, es steht da, wie man die neuen Charaktere freischaltet. Falls jetzt nicht irgendwie so Secret-Sachen sind, ne? Ne. Wenn es jetzt irgendwie ist, so. Defeat, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Weiß man ja. Alter, Blast Damage? Mehr Explosionsschaden? Ja, weiß man, okay. Man muss den Secret Boss dafür machen, oder? Oh. Weiß ich nicht. So, Apollyon haben wir auch noch nicht freigeschaltet. Obwohl wir Delirium gemacht haben. Kann natürlich auch sein, dass wir Mega-Satan machen müssen. Für ihn. Oh, hier. Knochenherz. Jawoll. Autsch. Das ist ärgerlich, tatsächlich. Haben wir irgendwo? Ja. Wir könnten mal hier reingucken. Ich habe mit einem Item gerechnet. So, also ja, Knochenherzen können auch immer ploppen. Müll. Gibt Platz hinfort. Ihr Gedärme. Ist der Run schon fast vorbei? Also, keine halbe Stunde. Holy shit. Also, da sieht man halt, wie viel Unterschied gute Items machen. So. Ja. Wir haben quasi noch 9 Leben. Das habe ich komplett vergessen gehabt. Wir hätten noch sterben können. So. Aber wer weiß, vielleicht passiert es noch. Aber ich bezweifle es mal.
So, hallo Blue Baby. Das ist halt so das Gefährliche an ihm. Er bewegt sich während der Schüsse. Oh, Licht zu die Leere? Ist okay. Ja, Standard-Ending. Kennen wir schon. Jawbone. Das ist quasi ein Boomerang. Den kannst du werfen und der bringt dir das Zeug wieder. Aber ja. Das war Forgotten. Und wie man ihn freischaltet. Direkt ein super Run eigentlich gewesen. Nach dem zweiten Versuch. Aber ja, was sagt ihr? Eine Stunde 10. Geht. Das geht doch alles noch klar. Ja, Keeper und Napoleon finden jetzt noch zum Freischalten. Aber am nächsten Run ab mit Eden. Der letzte Run vor Repentance. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Falls ja, Kommentare und Kritik sind natürlich wie immer erwünscht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr es bisher durchgeschaut habt, hab Dank, ihr seid die Besten. Schönen Abend noch.